genauer untersucht, dann sehen Sie hier Folgendes. Erst steigt die Temperatur an, also im Lange der Vergangenheit, bei einer Warmzeit. Und hinterher kommt sozusagen hinterher, ich hätte mal gesagt dackelt, der CO2-Gehalt oder die CO2-Konzentration. Also genau umgekehrt, als die ersten Warner vor dem Klima gesagt haben, Mensch, wenn CO2 steigt, steigt die Temperatur. Und dann ist es genau umgekehrt. Die Eisbockgärtner haben das bewiesen, da liegt eine Zeitspanne zwischen 1300 und 600 Jahren, wo die sozusagen die Phasen nicht übereinstimmen. Gut, das war schon erstmal enttäuschend für die Leute, die immer gewarnt haben. Ein falsch verbreiteter Kausalzusammenhang. Es ist kein Kausalzusammenhang. Es gibt zwar einen Zusammenhang dazu, aber ich sage gleich, warum das so ist. Natürlich hat das auch einen Grund. Weil, ich kann es auch jetzt schon sagen, vielleicht kommt es in der Folie nachher noch, weil die Meere, die Weltmeere können CO2 sozusagen speichern. Die nehmen CO2 aus der Atmosphäre und der Chemiker sagt, CO2, das Gas geht in Lösung. Es ist also gelöst. Chemiker wissen das, gelöst in Wasser. Denken Sie an eine Flasche Mineralwasser. Wenn sie nicht stilles Wasser ist, da ist auch CO2 drin gelöst. Das kann man raustreiben, wenn es warm wird. Und in warmen Zeiten, da reichen ein paar Grad, kommt das ganz langsam, das CO2 raus, geht in die Atmosphäre und in der Kaltzeit kommt es wieder zurück. Und das ist die Ursache, die dahinter steckt, warum wir diese Kurve haben, die Übereinstimmung. Aber Sie sehen, erst kommt die Temperatur und dann reagiert das CO2.